Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monster Sanctuary. Wir sind immer noch, ich weiß gar nicht, ob das hier noch Schneegipfel heißt, ich glaube ja. Zumindest kommen wir immer höher, wir haben hier immer weiter süße Monster, gegen die wir kämpfen. Wieder Kätzchen, na mal gucken. Wir haben die alle schon, aber wir können natürlich, wenn wir jetzt Eier kriegen, die noch an die Hüterburg weiter verhökern. Auch nicht schlecht an sich. Was nehmen wir hier zuerst? Vielleicht erstmal das, den Gruppenbuff. Ja, wir haben jetzt ein Team, was ein bisschen mehr auf Verteidigung aus ist und deswegen dauern die Kämpfe jetzt vielleicht etwas länger. Teilweise sind die natürlich auch im Level noch ein bisschen unter denen wir hier so begegnen. Aber wir haben uns, glaube ich, in der letzten Folge sehr gut geschlagen mit diesem Team. Deswegen würde ich da gerne weitermachen mit. Achso, vielleicht erst die Katzen wegen der Heilung. Naja, jetzt habe ich schon angegriffen. Ja, genau deswegen. Daran habe ich nicht gedacht. Moment. Machen wir das mal. Regeneration schon mal vorwirkend. So, was bringt hier gut? Ja, nicht so richtig. Also nix. Aber wir wollen den Regenerationsbuff haben, deswegen machen wir das. Sehr gut. Und jetzt, ja komm, wir machen jetzt erstmal den Dino. Könnte natürlich passieren, dass die jetzt wieder heilt, aber naja, mal schauen. Ja, leider. Oh, und gar nicht mal wenig. Okay. Das könnte uns natürlich jetzt Probleme machen mit den Heilern. Weil es auch noch zwei sind, wenn die dann beide jedes Mal heilen. Dann kann es schwer werden, den Dino hier wegzukriegen. Guck mal, wenn ich mit allen jetzt wirklich nur den Dino angreife. Der macht 6. Okay, es macht alles 6. Gut, dann... Okay, fast. Ja, die wird jetzt auf jeden Fall wieder heilen, aber wir kriegen ihn langsam runter. Na, wenn die andere jetzt auch heilt, haben wir ein Problem. Dann ist er wahrscheinlich wieder fast voll. Okay, macht sie nicht. Gut. Au. Aber wir müssen wahrscheinlich heilen. Oder? Spare ich das noch? Hm, vielleicht spare ich es noch. Ich würde schon gerne jetzt hier den Dino mal fokussieren. Den machen wir jetzt irgendwie weg hier. Ja, schade. Wäre schön, wenn der Dino mehr Damage machen würde. Ich meine, diese Schildbuffs und so ist schon cool. Aber Damage haut er jetzt hier nicht wirklich raus. Na gut, kann am Gebiet liegen. Das ist natürlich auch das Gebiet, wo wir ihn gefangen haben. Das heißt, die sind hier alle wahrscheinlich sein Element. Ist er wahrscheinlich woanders... bald besser aufgehoben. Wirbelwind ist nicht so schlecht hier. Hm. Ja, jetzt macht die andere Heilt die jetzt... Ah, und die heilt sich selbst sogar. Okay. Debuffs haben wir gerade nicht drauf. Ich überlege, ob ich heile oder lieber angreife. Na komm, ich mache hier mal eine Heilung. Er hat zwar auch Regeneration, aber besser, als wenn er dann weg ist. Wir brauchen hier gerade jeden Dino. Jedes kleine Monsterchen, was wir haben. Hm, den bringt mehr. Oh, sehr gut, fast. Ist egal, das kriegen wir in der nächsten Runde weg. Ich jetzt hier komplett raufgehen, damit auch wirklich, damit es dann wirklich weg ist. So, tschüss. Ich weiß, vielleicht hätte sogar nur der Feuerball gereicht, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Ja, das kriegen wir jetzt locker weg. Da müssen wir jetzt auch nicht heilen oder so. Das kann uns nicht mehr viel anhaben. Oh, unser Mana ist, neigt sich dem Ende zu. Ja, vielleicht brauchen wir noch 2, 3 Runden. Mal schauen. Gerade mit der Heilung. Nerviges kleines Tier. Da wäre jetzt Gift eigentlich doch ganz gut. Aber jetzt nochmal Gift draufpacken, weiß ich nicht. Hm. Ja, das bringt zu wenig.
Machen wir den Sturm. Nee. Aber gut, wenn es sich heilt, kann es auch nicht angreifen. Hat auch seinen Vorteil. Andererseits wäre es mir gerade lieber, wenn es angreifen würde. Weil wir dem gut widerstehen würden. Na komm. Aber gleich haben wir vielleicht auch selber Probleme dann bei Tengu mit dem Mana. Nicht heilen, nicht... Ach. Mist. Aber das hat nicht so viel gebracht, glaube ich. Na komm, jetzt muss es doch mal langsam. Oh, Wirbelsturm macht so, Wirbelwind macht mehr. Sehr gut. Wenn wir Glück haben... Crit, Crit, Crit. Ach Mist. Natürlich kein Glück gehabt. Das heilt jetzt auch wirklich nur noch durch. Na gut, ist ja auch klug. Okay. Ach nee. Das da. Also eigentlich, ich glaube, jetzt war es das aber auch. Ah, gut. Sehr schön. Ja, es dauert ein bisschen länger, aber naja. Kein Eichen. Ist auch nicht nötig gewesen. Oh, eine Brücke. Oh Gott. Ich würde da nie rübergehen im Leben. Oha. Ich sehe schon, gleich stürzt er ein. Oh Gott, wie lange geht das hier? Wo kommen wir da an? Auf der anderen Seite der Karte? Ich glaube, ich nehme mal kurz Exe weg, weil ich Angst habe, hier ein bisschen zu weit zu... Oh. Aber da komme ich, glaube ich, mit Fügelchen nicht ran. Oh, das könnte doch klappen. Moment. Ah, wo haben wir es? Obwohl, nee. Mit der Exe, ja. Mit der Exe. Warte mal. Vielleicht... Na nee, die springt da auch nicht hoch genug. Ja, das mag ich jetzt gerade ungern versuchen, weil ich da nicht runterfallen will, ehrlich gesagt. Wie komme ich von Exe runter? So. Ich gehe erstmal hier lang. Achso, vielleicht kommen wir auch von der Seite ran. Oh, was ist denn das? Ein Minotau. Okay. Interessant. Ich überlege gerade. Oh, ja, gut. Überlegung beendet. So schnell kann es gehen. Schild. Arcana-Schild haben wir noch gar nicht ausprobiert. Vielleicht jetzt doch mal hier die Giftbombe, zumindest auf die Schnecke. Da bringt sie auch gut was. Mhm. Ja, Heilung natürlich wieder mit der Katze. Das ist wieder blöd. Oh. Okay, wir brauchen hier auf jeden Fall die Regeneration. Und hier können wir auch mit dem Seelenstrahl wieder die Regeneration holen. Sehr gut. Das ist ganz schön, dass Regeneration durch eine Attacke auch kommt. Nicht nur Buff halt. So, ich habe jetzt mal die Katze vergiftet, damit die langsam auch runtergeht. Vielleicht muss die sich dann öfter mal selbst heilen. So war gerade mein Gedankengang. Wir könnten schon wieder Schild vertragen. Das bringt nicht viel. Ich mach mal hier noch Regeneration drauf. Und... Na komm, ich mach mal weiter. Ich lasse das mal gerade mit dem Schild. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Das bringt nicht viel. Okay. Das... Na... Könnte mit dem Gift dann ausreichen. Na komm, Risiko. Ja, gut. Puh. Aua. Oh, die arme Katze. Nein! Oh Gott. Oha, jetzt aber ganz fix hochheilen. Oh Gott, die heilt viel. Das ist gut. Sehr schön. Und ich glaube, es gab hier noch irgendwie einen zusätzlichen Buff, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Feuerball. Ja. Macht das mehr? Ich fokussiere gerade mal die Katze wegen dem Gift. Wegen der Heilung. Ja, genau das. Oh, dann macht sie den Debuff weg, ne? Ach, scheiße. Und daran habe ich nicht gedacht, dass sie das kann. Okay, komm, ich gehe mal jetzt ganz auf sie. Ja, tatsächlich, der kriegt Buffs, wenn sie Angriffe macht. Das ist super.
Sehr schön. Das hatten wir geskillt, ne, glaube ich. Sehr gut. Na, mal gucken mit dem Minotaur, ob wir da ein Eichen rauskriegen. Schauen wir mal. Muss auch wehtun hier die ganze Zeit. Diese Haltung fällt mir jetzt erst auf hier. Die ganze Zeit auf das eine Knie. Ich glaube nicht, dass das so gesund ist für das Knie. Ehrlich gesagt. Wenn die da minutenlang so steht. Warum eigentlich auch? Es macht gar keinen Sinn, so rumzustehen. Es tut nur weh. Sehr schön. Geschafft. Immer nur 3 Sterne. Naja. Können wir eigentlich schon mal irgendwo wieder skillen? Bei ihm hier. Oh, sehr gut. Die Explosion. Oder generell vielleicht irgendwo auf Angriff. Angriff wird um 10% der Magie dieses Monsters und Magie um 10% des Angriffs dieses Monsters erhöht. Ja. Achso, haben wir schon. Gift könnten wir auch weiter ausbauen. Hier, ich nehme die Magiewertung. So. So, und hier kommen wir... Oh, aber nicht dahin, okay. Skill Resetter. Auch eigentlich nicht schlecht. Können wir auch mal benutzen, um Skillungen wieder anders zu machen. Hui. Ich will nirgendwo runterfallen. Ich komme wahrscheinlich nie wieder hoch. Oh. Hallo. Schneiderin. Ach, was für eine Überraschung. Ein Besucher. Hallo. Such dir ein warmes Plätzchen am Feuer. Ich mache dir eine Tasse Tee. Oh ja, gerne. Oh, ich habe eine noch bessere Idee. Du bist zu mir gekommen, weil du im eisigen Wasser schwimmen willst, nicht wahr? Nee. Du könntest wohl auch in einem See schwimmen, dessen Wasser dir nicht die Knochen einfriert. Aber ich sehe schon, du gehörst zu der sturen Sorte. Ich werde nicht so dumm sein, mit einem Besserwisser, der noch grün hinter den Ohren ist, zu diskutieren. Ich mache dir warme Unterwäsche, ja? Glaub mir, die wird dich selbst am Boden des gefrorenen Sees noch warm halten. Ich mache sie aus Tierfell und Magma-Raubenseide. Okay? Du wirst sehen, sie wird dir perfekt passen. Bring mir nur etwas Rohfell, ja? Du kannst es von den zutraulichen Megatauren draußen bekommen. Oder vielleicht wäre dir ein anderes Fell lieber? Bring mir einfach irgendein Rohfell, egal von welchem Monster. Ich krieg das schon hin. Vielleicht findest du sogar Rohfell, das irgendwo herumliegt. Es gibt so viele Schatztruhen in der Gegend. Viel Glück. Wenn dir jemals zu kalt wird, wartet hier immer ein warmes Feuer auf dich. Haben wir schon welches? Hallo, wie läuft's? Du bist nicht nur hergekommen, um mit mir zu quatschen, oder? Wenn du willst, dass ich dir diese warme Unterwäsche mache, musst du mir Rohfell bringen. Okay, wir haben wohl keins. Na gut. Komisch, ne? Wir sind schon 1000 Jahre unterwegs. Warum haben wir denn keins? Naja, gut. Warme Unterwäsche. Verstehe. Ja. Hier runter, da hoch. Ich glaube, da kommen wir echt nicht hoch. Wüsste nicht wie. Ich gehe mal hier runter und gucke. Okay. Das geht nicht. Gut. Aber da sind Tauren. Das ist ja nicht schlecht. Greifen wir den jetzt an? Na komm. Übrigens, ich habe einen Namensvorschlag bekommen für den kleinen blauen Eisblob und den finde ich auch ganz gut. Den würde ich auch nehmen, nur ein bisschen umgeschrieben. Und zwar war der Vorschlag quasi, ich weiß nicht, ob Slushy gemeint war, also durch das A wäre es dann natürlich Slushy. Aber ich denke, es war tatsächlich quasi Slushy wie das Slushy-Eis gemeint, nehme ich jetzt mal an. Und das würde ich tatsächlich gern übernehmen. Das würde mir sehr gefallen. Ich liebe Slush-Eis. Deswegen, ja, könnte ich mir den Namen gut vorstellen, Slushy. Für unseren kleinen blauen Blob. Wir brauchen unbedingt die Regeneration. Vielleicht hätte ich sogar lieber heilen sollen, ich weiß nicht. Haben wir Schild schon? Moment, ja, ne? Oder noch nicht? Doch, sonst hätten wir, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich gequatscht und dann kriege ich wieder nichts mit vom Spiel. Das ist immer so. Zwei Minotauren. Das heißt, die Chance ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, hier Rohfell zu kriegen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche, ehrlich gesagt. Ob eins reicht. Ich meine, die sind groß, ne? Aber ein Fell für eine komplette Unterwäschegarnitur, weiß ich nicht. Ich heile uns mal.
Ja, kann man machen. Dann würde die, glaube ich, auch nicht überleben im nächsten Zug mit dem Gift. Das sieht gut aus. Also jetzt hoffe ich. Ja. Aua. Wow, okay, die sind böse. Ja, dass alles nicht viel bringt, können wir auch einfach nochmal... Vielleicht sogar auf die Katze, die hat ja noch keine Regeneration, glaube ich. Machen wir einfach mal. Warte mal, vielleicht ist ja auch das gar nicht schlecht. So, jetzt hast du ja ein bisschen Buff und ein Buff und vor allem Schild. Darum geht es mir eigentlich. Habe ich schon gesagt, dass mir das Schneegebiet echt gefällt? Ich mag's hier. Ich will gar nicht mehr weg, ehrlich gesagt. Ich weiß, im Sonnentempel waren wir eigentlich auch nicht fertig. Aber irgendwie finde ich es hier echt gerade schön. Ich hoffe, das geht hier noch ein bisschen. Ich will hier gar nicht weg. Ha, da haben wir seinen Buff entfernt. Habt ihr das gesehen? Wie cool. Und deswegen machen wir jetzt deutlich mehr Damage. Und das müssen wir hier auch unbedingt machen, den Buff entfernen. War das gerade durch den Wirbelwind? Ich glaube. Ja, das ist schon echt geil mit dem Buff entfernen. Dann tschüss. Und jetzt können wir hier nämlich wieder richtig schön Damage machen. Sehr gut. Wow. Okay, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht, aber es macht auch den meisten Schaden, deswegen ja. Und bye bye. Na, mal gucken. Rohfell, bitte. Oh! Ja gut, nehme ich auch gerne das Eichen. Ist auch okay. Gucken wir uns mal unseren kleinen Minotauren an. Oh, schon niedlich. Ich meine, es ist ein Taure. Auch wenn es ein Mini-Taure ist, aber es ist ein Taure. Wie hießen die alle bei WoW so? Ich überlege gerade, wen mochte ich denn da sehr? Moment, ich muss tatsächlich mal ganz kurz nachgucken, wie man den schreibt. Moment. Ich hab's gleich. Na ja, gut, ob ich das jetzt so schnell finde. Ich habe gerade überlegt, wie der Taure in Donnerfels hieß, dem man da begegnet, wenn man sich selbst einen Tauren macht, mit dem man da quasi als erstes zu tun hat. Ich komme aber nicht mehr drauf. Ich überlege, ob ich es einfach... Also meine erste World of Warcraft, mein erster World of Warcraft Charakter, den ich gemacht habe, war tatsächlich ein Taure, ein Heiler. Und eigentlich, ich könnte natürlich auch einfach, quasi den Namen, den ich meiner Taurin damals gegeben habe, einfach geben. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich mache das mal. Ich gebe dem einfach meinen alten Namen. Moment. Sieht zwar jetzt nicht sehr weiblich aus, aber hey, ist ja auch egal. So, glaube ich, hieß die damals. Bex. Ich glaube, dass ich... Oder Bexi? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, tatsächlich. Machen wir es mal so. So, aus nostalgischen Gründen. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob ich da oben jemals wieder hinkomme. Und wie... Ah, ich sehe schon. Vielleicht ist da ja auch Rohfell drin. Schauen wir mal. Jetzt brauche ich natürlich ein Donnertierchen. Jetzt brauche ich wieder meine Hexe. Das ist so cool mit der... Oh. Jetzt. Erdbeeren. Oh, Erdbeeren sind aber gut. Die bringen viel. Also viel Crit. Das war ja nicht gerade unbeachtlich. Moment. Oh, schade. Hier hätte ich es gedacht. Das sah sehr prädestiniert dafür aus. Oh, okay. So.
Ja, da. Oh Gott. Das ist, nee, auch nicht. Ich weiß nicht. Von oben vielleicht runterfallen, ne? Vom Haus. Also so traue ich es mir jetzt tatsächlich nicht. Oh. Oh Mist. Ah, das ist ja gerade. Ich hoffe, ich komme hier wieder zurück. Level-Abzeichen, was? Okay, ich habe keine Ahnung, was das soll. Ah, gut. Nicht. Ich hoffe, ich komme hier wieder hoch am Ende. Oh, ich sehe ja jetzt erst, dass wir eigentlich schon am Folgenende sind. Na gut, den Einkampf müssen wir jetzt leider noch mitnehmen. Folge geht wohl heute ein bisschen länger. Auf jeden Fall sind Minotaur wieder dabei. Das ist gut für Rufel bekommen. Ach doof, dass die da oben keinen Teleporter hat, ne? Also die Teleporter, da sind die hier echt nicht spendabel, muss man wirklich sagen. Das können wirklich weitaus mehr sein, da wäre ich nicht traurig. Vor allem bei der da, wo wir wirklich da eine Quest haben. Da wäre ich schon gerne in der Nähe. Wow, okay. Die sind böse. Brauchen auf jeden Fall Regenerationsbuffs. Vielleicht auch nochmal den Schild hier drauf. So, verteilen wir mal ein bisschen Gift. Na, die Katze kann natürlich, die kann das Gift wieder wegmachen. Das ist doof. Ja, Kätzchen ist leider noch nicht geschützt. Müssen wir gleich machen. Au. Okay. Egal, kriegen wir hin. So, jetzt erstmal Katze. Und Seelenstrahl für ihn dann auch noch gleich. Sehr gut. So, ich fokussiere mal eben, damit die wegkommt. Ja, mach da ruhig. Der hat schön drauf, ist okay. Aha, auf Kätzchen nicht unbedingt. Bitte nicht? Okay, puh. Glück gehabt. Sehr viel Glück. Erstmal Katze heilen. Da wird die Regeneration nicht hinterherkommen sonst. Ja gut, Buffs haben sie nicht drauf, aber macht Damage. Ist ein wenig. Ja, ich gehe lieber auf Nummer sicher bei der Katze. Nicht, dass sie sich wieder hochhalte, habe ich nichts von. Dann lieber gleich weg. So, jetzt kann ja auch niemand mehr von seinem Debuff geheilt werden. Finde ich gut. Ne, komm. Kätzchen darf jetzt auch mal kreien. Wäre schön, wenn die Blutung machen würde dabei, aber gut. Leider nicht. Bringt da nicht viel. So, erstmal Dino. Erstmal einen nach dem anderen. Sehr gut, fast weg. Ich finde das Team gut. Also das, es tut mir zwar weh, dass Standi gerade nicht im Team ist, ehrlich gesagt, aber das Team funktioniert. Ich bin halt immer Starter, also auch bei Pokémon, die Starter-Pokémon, ich wollte die nie aus dem Team werfen. Ich wollte die immer bis zum Ende auch wirklich dabei haben. Das hat mir immer zu weh getan, meinen Glumanda da wegzumachen oder später Feurigel und Flamly. Ich habe immer gerne die Feuer-Pokémon genommen als Starter. Ja, das hat mir immer... Das konnte ich nicht. Ich konnte ihn nicht wegpacken, egal ob ich sie brauchte oder nicht. Es ging einfach nicht. Und hier geht es mir auch so ein bisschen so. Deswegen Standi läuft jetzt einfach mit uns. Na gut, Leute. Aber Folge ist zu Ende. Das heißt, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wenn euch gefallen hat, diese Folge, dann gerne ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal.